Das Tolle am Nordic Walking ist, dass man in jedem Alter mitmachen kann. Vor allem auf der neuen Strecke, die extra dafür angelegt wurde. So kann jeder, der Lust hat, das ganze Jahr auf weichem Waldboden durch den wunderschönen Altdorfer Wald walken. Jährlich findet hier auch der Nordic Walkathon statt. Eine Veranstaltung, die immer mehr Zulauf hat. Die Mädels vom AOK heizen den Teilnehmern des dritten Walkathon in Weingarten tüchtig ein. Das Aufwärmtraining vor jedem Start gehört zum Service der Veranstalter. Alle machen mit. Diesmal sind es rund 800 Teilnehmer, die sich heute angemeldet haben. Diese Sportart boomt. Inzwischen ist Weingarten eine Walking-Hochburg geworden. Deshalb wurden die neuen Laufstrecken auch zertifiziert. Das heißt, sie genügen professionellen Ansprüchen. Wir werden zusammen mit dem Deutschen Skiverband das DSV Nordic Aktiv Walking Zentrum eröffnen. Das ist ein Dauerangebot hier in unserer Stadt. Und es sind verschiedene Strecken, die dort markiert sind, ähnlich den Skipisten, nämlich mit Blau, Rot und Schwarz. Und da gibt es natürlich dann entsprechende Anforderungsprofile, die nicht überschritten werden. Und das, denke ich, ist ein wesentliches, tolles, erweiterndes Angebot im touristischen Bereich, wo unseren Standort auch als Sportstadt stärkt und aber auch das Engagement der Vereine hier vor Ort belohnt und aufwertet. Auf die Plätze! Fertig! Und viel Spaß! Nordic Walking. Wie der Name schon sagt, wurde diese Sportart erstmals in Nordeuropa, nämlich in Finnland, vorgestellt. Das ist gerade mal 10 Jahre her. Langläufer trainierten ursprünglich an schneefreien Tagen, zu Fuß, aber eben mit Stock. So entstand der Stockgang bereits in den 30er Jahren. Auf meist weichem Waldboden verläuft diese Strecke hier in Weingarten. Entlang am stillen Bach, der von den Mönchen Weingartens angelegte Kanal, geht es durch den Altdorfer Wald. Auf der Strecke gibt es mehrfach die Gelegenheit aufzutanken und durchzuatmen. So bekommen die Sportler genügend Flüssigkeit und riskieren keine Wadenkrämpfe durch Mineralienmangel. Schöner weicher Boden, schön durch den Wald. Ist natürlich herrlich zum Laufen. Wunderbar. Welche Strecke wählt ihr denn, die lange? Die 10,5 Kilometer laufen wir. Wir halten es nach der Hummel. Der erzählt auch jeder, sie kann nicht fliegen, weil die Flügel zu klein sind für ihr Gewicht. Und uns sagt man immer, wir seien zu dick zum Sport machen. Denen waren wir Zeuge, die 10,5 Kilometer, die laufen wir. Nordic Walking. Ein Kalorienfresser und besonders gelenkschonend. Hier kann wirklich jeder mitmachen. Deshalb läuft jeder, egal wie alt oder in welcher Konstitution, walken geht immer. 3 verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind markiert. Oh, im Moment den Steigkauf ziemlich erschöpft, aber wenn es dann wieder ein bisschen eben geht, kann man sich wieder erholen. Aber jetzt reicht's. Gell? Wir haben das noch nie gemacht, 20, immer bloß 10. Aber wenn wir da oben sind, dann gratulieren wir uns, hauen uns auf die Schulter. Seid gut gemacht. Gell? Hauptsache, es macht Spaß. Beim Walkathon durch den gepflegten Altdorfer Urwald geht es nicht auf Zeit. Dabei sein ist alles. Gewinner ist hier jeder. Nicht nur heute, sondern wann immer man will auf dieser wunderschönen Strecke. Also ich mache das jetzt öfters. In diesem Sinne, Walken ist gesund. Machen Sie mit. Es ist das reinste Vergnügen. Das reinste Vergnügen für Gäste und Weingärtner. Oberhalb der Stadt, beim Freibad, rund um Nessenreben kann in Zukunft gelaufen werden. Weingarten ist eben mehr, auch mehr Lebensqualität. Hallo. Wie hat es euch gefallen heute? Super, ganz toll, wunderbar. Also es war aber sehr anstrengend, es ging wahnsinnig hoch und runter, aber die Organisation war super. Also die Verpflegungsstellen haben uns wirklich gut getan, da waren wir froh. Super, einmal freie Strecke. Hat alles rundherum gepasst, wir sind prima versorgt worden. War wirklich ein schöner Lauf, wir haben es genossen. Am Ende sitzen die Nordic Walker zusammen und fachsimpeln. Schön war der Tag.